Ab heute Donnerstag können die Leute aus dem Mühlenfeldquartier frisches Gemüse auf dem Wochenmarkt beim Alterszentrum Kristall holen. Das neue Angebot stößt schon am ersten Tag auf grosses Interesse. Wir alten Frauen brauchen nichts. Nous les vieilles dames n'avons pas besoin de grand chose. On peut prendre 4 carottes et 1 kilo de pommes de terre comme on veut. Immer wolle. C'est nicht so groß. C'est pas si grand, c'est pratique, c'est clair. Et c'est aussi bien pour le home. On voit un peu comment ça va. Gerade für die Bewohnerinnen und Bewohner der betagten Wohnungen, die sich häufig einsam fühlen, ist ein neuer Meritplatz vor dem Haus eine Möglichkeit, unter die Leute zu kommen, ohne weit zu laufen. Wir können auch da gehen, etwas nötig hätten. Ich finde das super, dass wir hier einkaufen können. Sicher frisches Gemüse und so. Müssen wir nicht irgendwie ins Mikro springen oder woher immer. Neben dem öffentlichen Restaurant kommt also ein neues generationenübergreifendes Angebot zum Kristall dazu, das das Quartier aufwerten soll. Die Idee für eine Wochenmarkt kommt von der Stiftung für betagte Wohnungen, wo die Liegenschaft gehört. Wir wollen ja mit dem Kristall eben Quartieranziehungspunkt werden. Einerseits mit dem Restaurant vom Alterszentrum, das Alterszentrum selber und den betagten Wohnungen. Und ich denke, so eine Meritstange kann eben ein Plus sein in diesem ganzen Gefüge, das im Quartier schlussendlich etwas bringt und die Leute hierher zieht, mit den Kindern im Park zu spielen und dann etwas einkaufen können. Der Wochenmarkt beim Kristall findet jeweils am Donnerstagmorgen statt, mit Ausnahme vom Winter. Die Familie Iseli von Herolfingen übernimmt den Verkauf. Ja, es ist halt einfach sehr schön, der persönliche Kontakt. Man sieht einfach immer wieder Leute, man kann ein bisschen Blödel zuschicken, wenn man Zeit hat mitnehmen. Und sie schätzen ja das eigentlich auch. Und sie, ich glaube, viele kommen einfach auf den Markt, weil sie einfach Produkte wollen, die von der Umgebung sind und nicht im Mikrofon irgendwo. Wenn der neue Wochenmarkt in der Region noch bekannter ist, könnten mit der Zeit noch mehr Verkäufer dazukommen.